Hallo und herzlich willkommen zum großen Photoshop-Alphabet, die wichtigsten Grundlagen und nützlichsten Funktionen in Photoshop von A bis Z erklärt. Warum spreche ich so schnell? Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Ey, Typ, ja? Wir haben immer noch Lockdown, ne? Okay. Ich höre gerade, wir sind immer noch im Lockdown. Wir können uns also ruhig ein bisschen Zeit lassen. Fahr erstmal das Intro ab. Wir sind bereits beim Buchstaben P angelangt und da geht es heute um die perspektivischen Werkzeuge. Solltet ihr noch nie von perspektivischen Werkzeugen in Photoshop gehört haben, so wie ich bis vor kurzem, dann einfach jetzt dranbleiben und zugucken. Ich habe einfach mal auf meinem iPad hier so eine digitale Illustration von so einer Glaskugel erstellt und anhand dieses Beispiels zeige ich euch jetzt einfach mal, was man mit perspektivischen Werkzeugspitzen machen kann und wofür sie nützlich sind. Wenn ich mir das Ganze hier anschaue, sieht das soweit schon ganz gut aus. Was ich jetzt hier noch hinzufügen könnte, wäre ein Schlagschatten, den diese Kugel auf den Untergrund wirft, damit das Ganze noch so ein bisschen plastischer und dreidimensionaler aussieht. Um den Schatten anzulegen, gehe ich erstmal hier in unsere Ebenenpalette und werde mir hier zwischen Grundfläche und Kugel eine neue Ebene anlegen. Die nenne ich dann einfach mal Schlagschatten, weil das ist es ja, was es werden soll letztendlich. Und dann nehme ich mir hier aus unserer Werkzeugpalette einfach ein Pinselwerkzeug. Alternativ kann ich es über die Tastatur mit dem Shortcut B aufrufen. So, Pinselgröße sieht schon ganz gut aus. Als Farbe habe ich hier ein neutrales Grau, können wir auch machen. Und dann pinsel ich jetzt einfach mal drauf los. Und dann sieht man schon, dass ich natürlich hier mehrfach mit der Maus klicken muss, um so nah an mein gewünschtes Ergebnis wie möglich heranzukommen. Das sieht auch soweit schon ganz okay aus, aber überzeugt mich jetzt noch nicht wirklich. Ich glaube, das können wir schöner machen. Ja, und in dem Zusammenhang kommen wir auch schon an den Punkt, wo ich euch einmal zeigen will, was man unter perspektivische Werkzeugspitzen versteht. Ich blende mal hier diese neu geschaffene Ebene einmal aus, packe mir noch eine zweite dazu, die nenne ich dann Schatten perspektivisch, sagen wir mal. Perspektivisch, habe ich das jetzt richtig geschrieben? Jo. Und wir gehen hier wieder in die Werkzeugpalette. Pinselwerkzeug ist noch aktiviert. Wir drücken einfach die rechte Maustaste und dann öffnet sich hier wieder unser Kontextmenü, in dem wir die verschiedenen Werkzeugspitzen auswählen können. Natürlich die Größe und die Härte bestimmen können. Aber hier oben links habt ihr noch dieses Vorschau-Symbol-Icon. Da kann man jetzt Folgendes machen. Ihr seht, da gibt es so Anfasser oben und unten. Und wenn ich da einfach mal mit der gedrückten Maustaste reingehe, dann kann ich die Werkzeugspitze tatsächlich perspektivisch neigen und verändern. Das Ganze sieht dann tatsächlich so aus. Ich mache die mal noch ein bisschen größer. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann seht ihr, dass der Schatten direkt in der richtigen Perspektive dargestellt wurde. Will ich das Ganze wieder revidieren, rechte Maustaste, und dann kann ich mir dementsprechend den Winkel bzw. die Perspektive dementsprechend neu anpassen. Ich kann das Ganze natürlich auch drehen. Gut, das passt jetzt natürlich nicht, mache ich wieder rückgängig. Aber das könnt ihr beispielsweise gut anwenden, wenn ihr wie hier oben solche Spitzlichter setzen wollt. Da ist die Möglichkeit, die Werkzeugspitze perspektivisch anzupassen, natürlich auch immer sehr hilfreich. Ja, und da könnt ihr euch einfach mal durchprobieren. Das funktioniert natürlich mit sämtlichen Werkzeugspitzen. Also wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ich nehme jetzt hier eine Pinselspitze, mit der ich, Moment, das war ein bisschen groß, ich mache die mal kleiner, mit der ich hier so eine Haarstruktur simulieren kann, dann kann ich hier natürlich auch auf die rechte Maustaste und das Ganze dementsprechend perspektivisch anlegen. Perspektivische Werkzeuge in Photoshop und wie man sie anwendet, kurz und knackig erklärt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Video. Das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Damit ihr es nicht verpasst, einfach diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Ihr wisst, wie es geht. Bis dahin.